Leute, es wird Zeit. Wir rasieren Amka. Oh mein Gott, Leute. Wir haben die Schafe rasiert, Leute. Jetzt habt ihr mal gesehen, wie krass mein Schwert ist, Alter. Schärfe 4, Verbrennung 2, Plenum 3. Ergebnis sind zwar wenig Wolle, aber 44, also 148. I was told it was urgent, come see me tonight. In the sack we're flirting and we dance for hours. Yo Leute, was geht und willkommen auf meinem Kanal. Leute, ich heiße Jamaro und begrüße euch zu einer weiteren Episode Survival Games. Nein, Quatsch. Heute mal wieder in Snow, Leute. Ja, ihr wisst, alle zwei Tage um 16 Uhr kommt eine Snow-Folge. Was ist das? Würdet ihr auf jeden Fall jetzt schreien, wenn ihr ich wärt und ihr würdet dieses Gebäude hier sehen. Oh mein Gott, Leute. Ich habe was herausgefunden und der liebe Sir Divor oder auch Mr. Anzug genannt, war so frei und hat da mal was vorbereitet. Das ist ein netter Zuschauer von mir und der hat sich gedacht, jo, mache ich den Jomaro doch mal einen Gefallen und gebe den doch mal eine Idee. Denn wie ihr wisst, Bauern und ich sind zwar keine krassen Freunde, aber ich möchte natürlich ein schickes Haus haben. Also haben wir uns ausgedacht, Schematic, reinklatschen, nachbauen. Jetzt ist die Idee, was sagt ihr dazu? Findet ihr das geil oder findet ihr das Gebäude scheiße? Ich sag mal so, ich war total unzufrieden mit meinem. Jeder beleidigt mich, dass ich einen Schuhkarton gebaut habe. Ich war da ein bisschen traurig drüber. Und dieses Gebäude hier wäre auf jeden Fall kein Schuhkarton. Ich baue das Ganze jetzt mal, also ich habe das Ganze jetzt mal hier als Ghost-Bild aufgebaut. Und ich würde das gerne umsetzen. Und Leute, bevor ihr jetzt hier irgendwie schreibt, du machst deine Arbeit nicht selbst. Nein, so ist das nicht. Denn um das Ganze hier zu bauen, muss ich diese Materialien besorgen. Und Leute, glaubt mir, das ist nicht einfach. 700 mal rot gefärbter Ton, 400 Bretter, 132 Steinziegel, tausende Ziegelsteine und hier kommt nochmal was krasses. Und zwar brauchen wir Fichtenholz ohne Ende, Leute. So, also bitte sagt nicht, ich tue mir da nicht selbst einen Gefallen oder lalala. Ja. Ich hätte Bock drauf, das Ganze zu machen, das Ganze zu bauen und umzusetzen und den Innendekor könnten wir im Stream zusammenbauen, wenn ihr da Lust drauf habt und da ein bisschen zusammen rätseln, was wir da machen. Würdet ihr das geil finden? Das möchte ich einfach von euch mal wissen. Ja, bevor ich hier weiter erzähle, wie toll dieses Gebäude ist, wie toll dieses Haus ist und so, nochmal eine ganz kurze Frage an dich. Wenn du in Minecraft Snow drin bist und du guckst mein Video, weil du Lust hast, dann frage ich dich, würdest du ein paar Materialien zusteuern können? Kannst du uns da ein bisschen was abgeben? Wenn du ein paar Materialien hast, ich mache das jetzt mal hier ganz langsam, wenn du ein paar Materialien hast, die hier in dieser Liste vorhanden sind und du kannst sie entbehren, dann immer her damit, Leute. Das würde mich todes freuen, würde mir todes helfen und es wäre richtig cool von euch. Falls ihr irgendwas davon habt und in Minecraft Snow seid, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr was davon spenden könntet. Und jetzt nochmal die Frage an dich, wie findest du das Gebäude? Oben rechts ist eine Infokarte, darfst du draufdrücken, kannst du gucken, wie du das Gebäude findest. Und ja, so nochmal ganz kurz als kleines Extra in dieser Folge hier, möchte ich euch etwas zeigen. Das ist meine OP-Rüstung. Ich habe noch eine Stärke 4, Federfall 4 und ein Effizienzbuch. Habe Schutz 3 Helmteile, ich habe einen Schutz sicher 4 Hose, einen Schutz Feuerfall 3 und Federfall habe ich auch drauf. Ich habe ein krasses Schwert, Alter, mit Schärfe 4, Haltbarkeit, Verbrennung und Plünderung. Damit kann ich so viel Essen farmen um mein Leben. Und das ist meine Spitzhacke und meine Axt ist auch ganz okay. Und das ist gerade so mein Stuff. Ich hoffe, ihr wart auch aktiv. Ich danke euch auf jeden Fall für 3000 Abonnenten. Und möchte ganz kurz anmerken, dass morgen an dem Sonntag ein kleines Special kommt. Wirklich nichts Großes, habe ich auch nicht selbst gemacht, muss ich ehrlich zugeben. Der liebe Herbert Edits hat mir eine Montage gemacht. Ich hoffe, ihr seid da gehypt drauf. Ich werde die morgen einfach mal hochladen und frage euch mal, wie ihr das Ganze findet und so. Aber wie gesagt, ich gebe euch dann Informationen und Credits zu ihm und so, dass ihr auch wisst, dass ich das nicht gemacht habe, sondern er.
Und dann würde ich auf jeden Fall sagen, das war eine ganz, ganz kleine Update-Folge. Ich hoffe, ihr habt, sie hat euch gefallen, ihr habt ein bisschen was gelernt und könnt mir sagen, was ihr davon haltet. Findet ihr das eher scheiße, findet ihr das gut? Und ich muss mit Jana noch ein bisschen klären, was mit der letzten Ecke hier ist, ob ich die haben darf oder nicht. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr, also Jana und Max, wenn ihr da ein Auge zudrückt und mir diese Ecke hier noch mitgibt. Würde mich sehr, sehr freuen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Haut auf jeden Fall rein. Ciao, ciao und aus. I was the loser. Come see me.